your heart. And I won't let this plane go down. I never meant to make you cry. I'll do what it takes to make this fly. Oh, you gotta hold on to what you're feeling. That feeling is the best thing, alright. I'm gonna place my bet on us. I know this love is heading in the same direction. That's up. Hallihallo. Ich möchte euch heute das Ergebnis des Subvotings vorstellen. Ihr konntet ja vor einer Woche oder beziehungsweise die letzte Woche lang voten für eins der Bücher, die ich dann im Januar lesen soll, möchte, wie auch immer. Und ja, heute gibt es das Ergebnis. Ich muss sagen, es war ein recht eindeutiges Ergebnis. Also das Buch, was gewonnen hat, hatte doppelt so viele Stimmen wie die beiden Bücher, die sich Platz 2 und 3 geteilt haben. Platz 2 geteilt haben, so. Das waren auf jeden Fall Der Ruf des Kuckucks und ich glaube City of Fallen Angels. Diese beiden Bücher waren auf dem zweiten Platz. Auf den ersten Platz hat es also ein anderes Buch geschafft. Und zwar hat es geschafft Young World von Chris Waitz, oder Waitz, wie auch immer. Dieses Buch haben die meisten von euch gewählt. Ich hatte nicht nur über YouTube voten lassen, sondern hatte auch ein Bild bei Instagram gepostet, wo dann auch noch ein paar Stimmen abgegeben wurden. Und auch da war es, glaube ich, so, dass Young World vorne lag. Und ja, von daher bei so einer eindeutigen Entscheidung werde ich das natürlich nicht in Frage stellen. Und dieses Buch wandert auf meine To-Read-List für den Januar. Und ich muss sagen, ich freue mich da wirklich drauf. Ich bin da sehr gespannt drauf. Ich bin einfach sehr neugierig auf diese Welt, auf die, ja, wegen dieser Tatsache halt, dass es keine Erwachsenen gibt, bin ich einfach, ja, total gespannt darauf, wie das dann so organisiert ist, wie die so leben, die Charaktere in diesem Buch. Und ja, ich freue mich da einfach wirklich wahnsinnig drauf. Es kommt ja, glaube ich, auch bald schon der zweite Teil raus. Und von daher könnte ich dann mein Ziel verfolgen, was ich mir gesetzt hatte. Weil ich mir überlegt hatte, dass ich halt rein wirklich wieder zeitnah weiterlesen will. Früher war es einfach immer so, dass ich ein Buch gelesen habe und wenn die Fortsetzung rauskam, habe ich mir die direkt gekauft und direkt gelesen. Aber seit ich so viel lese und so viele Bücher kaufe, ist das irgendwie total eingebrochen. Ich habe so viel angefangene Reihen hier, wo es die Fortsetzung schon lange gibt und ich komme irgendwie nicht mehr hinterher. Von daher hatte ich mir vorgenommen, im nächsten Jahr das ein bisschen wieder umzustrukturieren, dass ich es wieder schaffe, die Reihen zeitnah zu verfolgen. Und das wäre hiermit ja dann schon mal ein guter Anfang, weil ich dann hier dann, wenn der zweite Teil rauskommt, ihnen direkt hinterher schieben könnte. Ja, die Rezension kommt, sobald ich das Buch gelesen habe. Also denke ich mal irgendwann im Laufe des Januars, spätestens im Februar. Und ja, dann bedanke ich mich bei euch allen, die ihr gewotet habt und freue mich sehr auf dieses Buch und dann war es das auch für heute schon von mir. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und wir sehen uns in meinem nächsten Video. Tschüss!